große Halle. Nein, in der Nähe zumindest. Ich sage ja immer, reisen. Wie sieht das mit den Quests aus? Erkundung. Aha. Nee, Herausforderung. Das ist. Ah ja, doch hier Erkundung. Okay. Gefangene der Liebe. Jemand in Zombies könnte Informationen für mich haben. Okay, aber ich würde erstmal Professor Hagrids Aufgabe angehen. Da gibt es den. Da gibt es Harrys Lieblingszauberspruch. Okay, entgehe erfolgreich Gegner schon angegriffen. Nur wirklich Incendio auf Gegner. Incendio! Genau der. Da müssen wir mal einen Uhrenturm. Nee, das ist aber nicht. Hier müssen wir hin. Ich mach mal Schnellreise. Hier wollte man hin. Der Champion im Anmarsch. Hallo Lucan, ist die Finalrunde der gekreuzten Stäbe soweit? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Ausrechnen. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Nati. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Oha. 2-4 oder was? Meisterschaftsrunde. Okay, Incendio. Incendio!
einer, bitte. Ich tue so einfach um. Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen! Ich bin nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält die Siegerin den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Fantastisch. Danke. Es war mir eine Ehre. Wohlverdient. Du bist eine ernstzunehmende Duellantin. Nachdem wir jetzt eine eindeutige Turniersiegerin haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht? Ich habe mich lange nicht gekümmert. Ah ja. Die Wand des Champions. Naja, ich weiß nicht. Schade, dass es vorbei ist. Ich wurde gerade erst warm. Du bist unschlagbar, was? Aha. Ach, wir haben 732. Münzen. Gewand des Champions, Kreuz der Stäbe. Arschwinder Speer. Arschwinder Duellanten. Hier haben wir auch noch was. Den Brunnen. Und die Hausmeier, Hausmeisterhütte. Tierfell. Der Brief. Okay, jetzt wollten wir zu... Zu dem Gemälde. Wir wollten erstmal die Quest bestehen. Das größte Talent gewinnt, schätze ich. Haben wir das jetzt schon, oder? Du folgst derzeit nichts. Okay. Ich dachte, wir hätten... einen Auftrag von... ein Incendio auf Gegner wirken. Müssen wir noch ein bisschen mehr machen.
können wir noch ein paar Duelle machen. Die Ausweichrolle. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Mit Sandy müssen wir, kriegen wir noch hin. Hallo Lucan. Ausweichrolle, ich würde gerne mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Das wäre toll. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder eine Zauberkombination, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Aha. Sehr gut gemacht. Ausgezeichnet. Okay. Oh, danke. Das ist doch hier. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Es war nur eine Übungspuppe. Stimmt, aber eine schwierige Puppe. Glaub mir, ich weiß es. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Ich bin froh, dass du weiter übst, obwohl du das Turnier schon gewonnen hast. Schön dranbleiben. So muss das. Zauberkombination Übung. Jetzt müssen wir irgendwie noch Angriff. Angriff Ausweichrolle lernen. Oh, Level 10. Ausweichrolle, wie machen wir das? Steuerung. Ja gut. Hier. Reittiere. Kampf wäre interessant. Ein Guardian der Virusa. Überspringen, aber wir wollen den Dialog überspringen.
Ausweichen ist Steuerung, Kontrolle. Aha. Können wir noch mal weiter üben oder ist vorbei jetzt? Müssen wir in der Wildnis. In der Wildnis an den schwarzen Magiern üben. Jetzt weiß ich wenigstens, wo die Rolle ist. Hübsches Pferd. Machen wir später, glaube ich. Wenn lange nicht mehr in der großen Halle. Da werde ich mal wieder hingehen. Ist gut, dass wir da mal zurückkehren. Das ist sie, glaube ich, die Halle. Nein, ist sie nicht. Irrtum. Aha. Wieder so ein Rätsel. Incendio! Okay. Das haben wir schon instinktiv richtig. Das hier mit einer 2. Da drüben. Das hat ja gedauert. Okay, das Dreieck haben wir hier. Das Dreieck mit Kreis drunter. Das Dreieck mit Kreis drunter ist 3 und das andere ist 1. Wo sind die Geheimnisse von Hogwarts? Ein Geheimraum entdeckt. Oder ein geheimer Gang. Mit Totenkopf. Okay. Ein Hut. Fantastisch. Oha, Runenkult. Neue Sachen haben wir bekommen. Ja, da finde ich das schon fast besser. Aber naja, können wir ausprobieren.
Den Hut. Endlich mal ein hübscher Hut. Verrückte Hutmacher Hut. Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Damit nur kurz umzulaufen, ein bisschen. Naja. Speziell. Wieder mal auf Abenteuer. Nee, dann war das der Ruf hier von... Was macht er hier? Das war der Ruf, wo Trelawney in Teil 5 rausgeschmissen wurde. Oder auch nicht. Das große Hogwarts-Wappen. Gareth Weasley. Du hast mich gerufen, Gareth? Ja, eine Mission. Nachdem du mir schon mit der Fußballfeder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Wispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Du und deine Elixiere, wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Wispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es einen Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest einen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Ich weiß nicht, Gareth. Ist das nicht Diebstahl? Ein Geheimgang in einen Keller? Klingt ziemlich verboten. Nicht doch. Das ist ein ganz legaler Geheimgang. Ich würde ihn ja selbst benutzen. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Oh. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Willst du, dass ich etwas aus einem Laden für dich stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein und hinaus ist also der Geheimgang. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als Erste mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amit mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Züge lockert. Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln holen, damit Gareth sein Gebräu fertigstellen kann. Nein, jetzt nicht, das mache oder ich jetzt nächstes. Das machen wir zur großen Halle. Eine einäugige Hexenstatue dürfte leicht zu finden sein. Was haben Sie jetzt vor? Okay. Ist aber nicht die große Halle. Ist da für Perform? Aha, weil. Ja, hier. Die Gurie ist doch. Natürlich den Hufflepuff. Sie wollten mich sehen, Sir? Ja, gestatten Sie mir, mich vorzustellen. So wenige Schüler kennen mich heutzutage. Eldridge Diggory, ehemaliger Zaubereiminister und Gründer des Auroren-Rekrutierungsprogramms. Ich glaube, Sie können helfen, einen jahrzehntealten Mord aufzuklären, dank des Buches und vor allem der fehlenden Seiten. Woher wissen Sie von dem Buch und den Seiten? Wir Porträts hören mehr, als man denkt, und die meisten von uns können ein Geheimnis bewahren. Und was sagen Sie?
Sicher wäre eine Hufflepuff wie Sie geneigt, für längst überfällige Gerechtigkeit zu sorgen. Ich werde tun, was ich kann. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen richtig lag. Meine Großnichte Helen Thistlewood kennt die Details. Sie ist im Ruhestand, war aber zu ihrer Zeit eine große Aurorin. Und der ungelöste Mord, von dem ich spreche, war ihr Fall. Ich besuche oft mein Porträt in ihrem Haus im nahegelegenen Upper Hoxfield. Soll ich ihr sagen, dass Sie kommen? Wie sollen ein paar Buchseiten ihr helfen, einen alten Fall zu lösen? Ein Junge verschwand mit diesen Seiten, aber man fand nie die Leiche. Trotzdem wurde ein Mädchen für den Mord verurteilt. Diese Seiten scheinen sie zu entlasten. Meine Großnichte kann Ihnen mehr darüber erzählen. Interessant. Können Sie mir mehr über Ihre Großnichte erzählen? Die beste Aurorin, die es gibt. Jahrgangsbeste und später vorbildliche Dienerin des Ministeriums. Und ihr Funke ist auch im Ruhestand nicht erloschen. Sie und ich unterhalten uns oft über alte Fälle und unsere große Zeit. Nun, es ist auch mal schön, von den Schülern wegzukommen und mit jemandem zu sprechen, der mit meinem Erbe vertraut ist. Wann waren Sie Zaubereiminister? Vor über 100 Jahren. 1733 bis 1747. Ach, die Geschichten, die ich erzählen könnte. Ich hatte nicht die Gelegenheit, alles zu tun, was ich wollte. Ich war gerade dabei, Azkaban zu reformieren, als die Drachenpocken mein Leben verkürzten. Bis zum bitteren Ende habe ich Funken genießt. Aha. Ich werde umgehend zu ihr gehen. Fabelhaft. Ich denke, mit ihrer Neigung für harte Arbeit und Helens scharfem Verstand werden beide Rätsel schneller gelöst, als sie denken. Ich sehe sie dann dort. Bald, hoffe ich. Ja, ich hätte mal einen kurzen Zwischenstopp bei... bei der Buchling-Hexe machen. Im Geheimgang. Und dann kannst du da bei der Hauptquest weitergehen. Stopp. Okay, der Snack wird zwischendurch so viel wie wir hier ran. Hier war hier nicht mal ein Rätsel. Das mit den Treppen haben die ja auch im Spiel super gelöst. Im Film schwenken die ja von rechts nach links und man weiß nie, wo man hinkommt. Hier hat man jetzt so ein bisschen, dass die Treppen auftauchen. Und das ist der Geheimgang. Die Statue der einäugigen Hexe. Das scheint die richtige Statue zu sein. Ja. Was war das Passwort? Einäugige Buckelige Hexe. Buckelige Einäugige.